Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Laura Dahlmeier gewann 2017 5 Goldmedaillen bei der WM in Hochfilzen. Urheberrecht Getty Images. Bei der anstehenden Biathlon-WM wollen die deutschen Starter erneut Medaillen sammeln. An Hochfilzen denkt Laura Dahlmeier gerne zurück. Mit Biathlon-Königin Laura Dahlmeier und Olympiasieger Arndt Peiffer an der Spitze geht der deutsche Skiverband DSV bei der WM im schwedischen Östersund auf Medaillenjagd. Doch nach den Festspielen von Hochfilzen 2017 mit 7-mal Gold warnt der sportliche Leiter Björn Weisheit vor den Wettkämpfen vom 7. bis 17. März vor zu hohen Erwartungen an sein 12-köpfiges Team. Wir können in Östersund selbstbewusst auftreten. Da Östersund an sich ein gutes Pflaster für uns ist, sollten wir an einem guten Tag sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zu den Medaillenkandidaten gehören. Wir wollen diese Weltmeisterschaft jedoch bewusst nicht an der von Hochfilzen messen. Wir wissen alle, dass die Erfolge von damals außergewöhnlich waren, sagte Weisheit. In Hochfilzen war Dahlmeier mit 5 WM-Titeln der große Star. Dahlmeier peilt nächste Titel an. Die 25-Jährige will, trotz eines schwierigen Jahres mit Höhen und Tiefen, auch in Östersund angreifen. Auch wenn sie wisse, dass ich einfach nicht so belastungsverträglich wie sonst bin, fahre ich natürlich schon mit gewissen Zielen zur WM. Man habe bei den wenigen Auftritten in dieser Saison gesehen, dass ich durchaus um den Sieg oder ums Podium mitkämpfen kann, sagte Dahlmeier, die in diesem Winter wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Das DSV-Team erreichte in diesem Winter 13 Podestplatzierungen in den Einzelrennen. Neben Dahlmeier zählen besonders Peiffer und Sprintweltmeister Benedikt Doll zu den Medaillenkandidaten. Bei den Frauen haben aber auch Denise Herrmann, Franziska Preuß und Franziska Hildebrandt Ambitionen. Das deutsche Aufgebot für Östersund. Frauen: Laura Dahlmeier, SC Partenkirchen, Denise Herrmann, WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, Franziska Hildebrandt, WSV Clausthal-Zellerfeld, Vanessa Hinz, SC Schliersee, Caroline Heuchler, WSV Clausthal-Zellerfeld, Franziska Preuß, SC Haag, Männer: Benedikt Doll, SZ Breitnau, Johannes Kühn, WSV Reit im Winkel, Erik Lesser, SV Eintracht Frankenhain, Philipp Navrat, SK Nesselwang, Arndt Peiffer, WSV Clausthal-Zellerfeld, Roman Rees, SV Schau ins Land.